Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. Das hat ein bisschen länger gedauert. Wir sind in der letzten Folge vor dieser Mine hier stehen geblieben, die wir uns dieses Mal angucken werden. Aber der Ranik hat geschrieben, erstmal, warum er nicht im Team ist als Skunkapu. Weil er unbedingt ins Team wollte. Aber er fand das okay, wenn irgendwann einer stirbt, dass er dann erst im Team ist. Und zum Zweiten hat er geschrieben, dass im Westbury Bahnhof tatsächlich dieses komische, etwas seltenere Pokémon drin ist. Deswegen gucken wir uns das heute an, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, was der Ranik da so sagt. Denn ich habe mich ja hier schon überall in dem Gebiet umgeguckt. Nur halt war das Route 1 und 2 und nicht der Bahnhof an sich. So, und deswegen gucken wir jetzt einfach mal in den Bahnhof selber rein. Kommt da ein ganz tolles Pokémon an. Ach, der Zug zur Rüstungsinsel ist eingefahren. Ey, das ist die sieht aus, als wenn sie singen könnte. Die da im Hintergrund. So ein bisschen wie die von True Damage KDA-Gedöns von League of Legends. Egal. Wir bitten alle Fahrgäste, die im Besitz eines Rüstungspasses sind, jetzt einzusteigen. Ich glaube, sowas habe ich nicht, oder? Habe ich einen Rüstungspass? Hallo? Wer sind Sie? Sie sehen sehr interessant aus. Bitte geben Sie mein Autogramm. Sie sind bestimmt berühmt. Ich kenne Sie nicht, aber egal. So dieses YouTuber-Phänomen. Eine Traube um den YouTuber rum und weil die alle Fotos haben wollen, kommen da sogar Leute, die diesen YouTuber gar nicht kennen und wollen auch ein Foto haben. Einfach nur, weil Bekanntheit und so. Naja. Könnte ich bitte einen Blick auf Ihren Rüstungspass werfen? Hihi, aber natürlich, hier ist er. Vielen Dank, einen Moment bitte. Oh, ein Fleckmon. Galar-Fleckmon oder was anderes? Er sieht auf jeden Fall anders aus. Wieso hat er so ein goldenes Ding auf dem Kopf? Oh, ein Fleckmon. Oh je, das hat wohl wieder ein blinder Passagier von der Rüstungsinsel hergefunden. Die Rüstungsinsel, da müssen wir glaube ich auch nochmal hin. Hallo Fleckmon, ich möchte dich bitte fangen. Fleck. Du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Bitte beseitige dieses Pokémon. Klar, ich flang mir das Fleckmon. Ein Fleckmon, ja, ist das jetzt die Galar-Version oder ist das ein Shiny? Das wäre ja dumm, wenn das ein Shiny ist, aber es sieht ja sonst aus wie ein Fleckmon. Aber ich glaube, das ist einfach eine Galar-Version. So, Level 12 Fleckmon. Einfach mal, Sternschauer wird es wahrscheinlich töten. Die Sache ist, Mamiya ist auch Level 20. Das heißt, alles, was wir machen, wird wahrscheinlich zu viel Damage abziehen. Das ist okay. Gena, nein, bitte, ich will nicht einschlafen. Das dauert immer so lang. Nur schläfrig gemacht, wir schlafen noch nicht. Sehr gut, Memeon. Sehr gut. Halte der Müdigkeit stand. Trink den Energy Drink, wenn es sein muss. Als ob der Flammen... Was war das? Flammenwurf? Als ob die... Aber ist natürlich nicht so gut gegen ein... Aber jetzt sind wir eingeschlafen gegen Wasser-Pokémon. Okay, Memeon, du hast bisher gut gekämpft. Aber jemand anderes muss dran. Und zwar... Nickel. Ja doch, die kann Tackle. Tackle ist, glaube ich, ganz okay. Dann, das macht nicht zu viel Damage. Säure macht er. Das soll Säure sein, das sieht sehr feurig aus, to be honest. Nein, nicht Brüller! Oh mein Gott, bitte setz doch nicht Brüller ein! Geht das überhaupt? Nein, wenn er jetzt verschwindet! Ah, was passiert? Nein! Ah! Huch, wenn du voll flüchtest, kannst du es aber nicht fangen, oder? Das ist richtig. Scheiße. Ich hab ihn weggebrüllt! Ich bin dann einfach der beste Pokémon-Trainer der Welt. Ich wusste nicht, dass ich den nicht wegbrüllen darf. Ich wollte auch gar nicht Brille einsetzen. So. Okay, aber ich bin froh, dass es wenigstens noch da ist. Der muss sich jetzt auch verarschen. Wie, erst brüllst du mich hier weg und jetzt willst du mich doch wieder fangen. Manuel, ich dachte, ich wäre safe. Gut, Son Quo, du machst das jetzt. Das war ja das Dümmste ever, was ich getan habe. Also bisher zumindest in diesem Let's Play. Meine Güte. Oh mein Gott, das zieht viel zu viel ab. Konfusion. Dann sehen wir zumindest mal alle Attacken, die das Fleckmon so drauf hat. Also er kann Säure, Konfusion und Schläfrigmacher. Bitte. Oh Gott, das war knapp. Gut, dann sollten wir das jetzt aber fangen. Ja, easy. Ist ja nur Level 12. Das sollten wir locker easy bekommen. 1, 2 oder 3, ob du dieses Pokémon gefangen hast. Siehst du, wenn das Licht angeht. Ja. Ja, wir haben auch ein süßes Fleckmon, das ein bisschen komisch aussieht. Das relativ seltene Pokémon haben wir jetzt bekommen. Ich mag relativ seltene Pokémon. Will ich erstmal nicht umbenennen. Wenn irgendjemand von euch ein Fleckmon sein will, dann kann er erst in die Kommentare schreiben. Wird aber wahrscheinlich niemals in mein Team kommen. Oh, vielen Dank. Oh, wow, wie toll. Wie du das Fleckmon eben gefangen hast, war echt total cool. Na okay, bitte steigen Sie ein. Die Rüstungsinsel fährt in Kürze ab. Alles Klärchen. Ich mache mich dann mal auf zur Rüstungsinsel, um ein paar seltene Pokémon zu fangen und etwas zu trainieren. Vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder. Also dann, ciao! Willst du nochmal deinen Namen sagen oder so? Bestimmt auch eine Trainerin. Also von irgend... Oder? Nee, die wurden ja schon vorgestellt, die Arenaleiter.
Oh, aber scheint auch eine hohe Nummer zu sein. Ist bestimmt die Freundin... Ich will bitte nicht fahren. Bestimmt die Freundin von Delion oder sowas. Keine Ahnung. Mal gucken, wie das noch in der Story ist. Ich bin sowieso gespannt, wie die Story noch weitergeht. Ich habe von einigen gehört, dass die Story sehr seicht sein soll. Von dem her... Mal gucken. So, dann aber jetzt zurück. Oh Gott, die klingen so komisch, wenn die hier sind. Egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Mine herein. Ich habe übrigens auch wieder einen Popschutz vor. Die hatte ich ja jetzt die letzten... zwei Videos zumindest nicht. Ich glaube, bei Pokémon war... Nee, letzte Folge Pokémon war das auch nicht dran. Aber jetzt habe ich wieder einen Popschutz, deswegen kann ich jetzt machen und es, ihr hört das nicht. Warte, ich kann es dann nochmal ohne Popschutz machen. Da hört man das nämlich mehr. Ja, ja, Popschutz ist voll cool und das sieht vor allem auch cool aus. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in der Mine drin. Hier sind ganz viele von diesen Kohldingern. Ich nehme mir mal ein paar dieser Sternstücke hier mit. Die sind bestimmt edelvoll. Mein Hirn ist irgendwie ein bisschen dumm. Ich habe Edelstein gelesen und deswegen habe ich sofort edel auch ausgesprochen. Teil eines hübschen Edelsteins, der in rötlicher Farbe schimmert, erzielt einen hohen Preis, wenn man ihn verkauft. Okay, also nur zum Verkauf da, ja? Kann man kein Pokémon mit verwandeln? Ich glaube, die sind... Lol. War das ein Pokémon da gerade? Auf der Gleise? Habe ich das richtig gesehen? Mein Popschuss ist gerade runtergefallen. GG. Hallo, wollen wir... Warte, wir kämpfen gleich. Ein Beleber. Hi, ich würde gern kämpfen. Warum... Mann, jetzt hält der Popschuss schon wieder dich. Gerade, wo ich ihn angesprochen habe. Okay, man darf den Popschuss nicht zu früh loben. GG. Wieso macht er das? Nein. Okay, mein Popschuss ist mega behindert. Ich muss den gleich mal festkleben. Egal, so mein Partner und ich sind ein Dreamteam, sowohl auf der Arbeit als auch im Kampf. Mann, da habe ich meinen Popschuss gerade gelobt und dann fällt er einfach runter. Das ist nämlich so ein cooler Popschuss, wo man das Teil oben so komisch 360 Grad drehen kann. Das finde ich voll geil. Aber jetzt fällt er gerade runter, weil der anscheinend zu schwer ist. Naja. So, Sandgrow, du bist dran. Jetzt sehe ich nichts, weil ich ihn komisch darauf machen muss. Was hat der denn? Ein Kiesling. Ah, das ist wahrscheinlich die Vorentwicklung von dem Kohle-Dingsbums, von dem ich den Namen schon wieder... Kohlestein? Keine Ahnung, wie der heißt. Ah, okay, ich mache nur meine Attacke damit besser. Das hätte mir ja mal jemand sagen können, dass das kein richtiger Angriff ist. Also vom Design her gefällt mir Sonko bisher am besten. Von den Pokémon, die ich zumindest im Team habe. Weil mir die Farben einfach gefallen. Mir ist auch aufgefallen, dass ich diese blauen Farben mega krass finde. So dunkelblau mit schwarz. Das hat nämlich mein Yumi-Skin, mein Chroma bei League of Legends auch. Den finde ich am allergeilsten. Ich rede schon wieder viel zu viel über LOL. Ja, ja, ich, I know, Leute, I know. So, wir haben wieder die Kiesling vernichten. Was ist dazu passiert, Leute? Ich habe Globuli umsonst bekommen von Amazon. Fragt nicht wieso, aber ich habe es umsonst bekommen. Das ist das erste Mal, dass ich Globuli in meinem Leben habe. Wenn ich weiß, das Globuli, das gehört zur... Okay, jetzt wird's spannend. Ein Homöopathie? Sehr komisches Wort, Leute. Sprecht das fünfmal hintereinander ganz schnell aus und dann seid ihr krass. Homöopathie. Und ich habe da jetzt so ein Präparat mit Vitamin C bekommen. Und ohne Witz, das sind halt so kleine Kügelchen, die einfach nur nach Zucker schmecken. Ich glaube, da ist nicht mal Vitamin C drin und wenn, dann nur ganz, ganz wenig. Auf jeden Fall schmeckt das so wie diese Zuckerkügelchen, die man vielleicht als Kind mal hatte, die in dieser Schnullerform waren. Wisst ihr? Kennt ihr das? Bin nur ich das, der das kennt? Auf jeden Fall schmeckt das genauso und jetzt nehme ich da aber ganz viele von und auf der Verpackung steht, man soll nur 10 pro Tag nehmen und ich habe gestern einfach so 30 bestimmt genommen, weil die sind echt klein und jetzt habe ich eine Vitamin C Globuli Überdosis genommen und werde bestimmt sterben. Ich wollte hier gar nicht raus. Also wenn ich gleich einfach umkippe, dann wisst ihr warum. Da, hier ist nämlich noch ein Pokéball gewesen. Mit 3 Superbell drin, ja. So, und jetzt können wir gerne mal rausgucken. Ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen auf der anderen Seite rauskommen und nicht hier oben. Deswegen wird hier nur ein Pokéball sein, genau. Ein schöner Felswurf. Das gefällt mir. Wirft 2 bis 5 Mal in Folge Felsbrock auf das Ziel. Ach du Scheiße, ist ja richtig krass. Kann leider keiner von meinen Pokémon erlernen. Sonst würde ich das, glaube ich, sobald das möglich ist, einem Pokémon beibringen. Nicht zu verwechseln mit den Temtems. Na gut, dann schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal gucken. Hallo, du willst auch schon wieder kämpfen, ne? Aber hier war halt eben noch ein Pokémon, glaube ich, auf der Gleise. Den möchte ich auf jeden Fall auch noch sehen. Hallo, die hat ja Brüste. Ist ja krass. So eine große Trainerin. Gab's das schon mal? Wer auf der Arbeit ordentlich was schaffen will, muss regelmäßig trainieren. Larissa. Schöner Name. Larissa ist richtig der hübsche Name. Was hat sie denn? Oh! Ein Holzklotz-Typ. Okay, ein Praktibalk. Ist das ein Praktikant? Ein Praktibalk, ja. Ein Praktikant, der halt die Scheiße ertragen muss. Über diese Holzklumpen und alles, wofür der Arbeiter sich zu schön ist. Das muss der Praktibalk machen. Das ist sogar sehr effektiv. Ja, lell. Sehr schön. Der gefällt mir sogar vom Design ganz gut. Es gibt ja so einige Pokémon in diesem Spiel, die sind echt irgendwie richtig merkwürdig. Ich meine, man kann einfach eine Torte spielen oder dieses komische Sahne-Teil da, was Lacy ist.
Die haben das sogar vertont, das Holzstück. Das ist ja super geil. Super geil, super hot. Es kommt noch ein Praktibike. Nee, wir können weiterkämpfen. Wir haben ja gerade gesehen, dass anscheinend Flug sehr gut gegen die ist. War das eben männliches und das hier ist jetzt ein weibliches? Das wäre ja süß. Dann werden die bestimmt gute Freunde werden. Die beiden. Vor allem, wenn die unter demselben Arbeitleiter hier sind. Aua, oh, oh, au. Das macht doch Damage. Lass das mal. Ich frage mich aber gerade, warum ist Flug denn gut gegen... Der ist ja wahrscheinlich Gestein, oder nicht? Das finde ich merkwürdig. Ist das schon immer so gewesen? Egal. Schnorren Praktibike, wie viele hast du denn davon? Das ist richtig die Ausbeuterin. Die setzt einfach ganz viele Praktibikes ein, die für sie die Arbeit machen. Und die kriegen bestimmt nicht mal Mindestlohn. Werden Pokémon überhaupt belohnt? Nur mit Essen, ne? Voll scheiße. Ich würde ja niemals nur für Essen arbeiten, Leute. Wenn Essen noch on top ist, dann auf jeden Fall. Dann ist mir auch egal, wie viel ich ausgezahlt bekomme. Zumindest Mindestlohn, aber mit Essen, dann... Wenn das gutes Essen ist, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Gutes Essen ist das A und O in jeder Lebenssituation und Lage. So, aber noch einen hast du nicht. Danke. Drei Arbeiter hat er einfach. Das war eine lehrreiche Trainingseinheit. Ja, ich bin so happy, dass du mich besiegt hast. Sehr schön. So, also anscheinend ist das hier auch irgendwie mehr oder weniger ein Labyrinth. Grimasse! Was macht denn Grimasse Tolles? Grimasse jagt dem Ziel mit einer Grimasse Angst ein, dessen Initiativewert stark sinkt. Toll. Und da liegt auch noch was, das habe ich genau gesehen. Ein Säckchen Sternenstaub. Damit kann man, glaube ich, irgendwas Cooles machen. Das kann man, glaube ich, irgendeinem Pokémon geben und dann hat es sich weiterentwickelt, aber... I don't know, right now. Da ist so ein Ding, ja, ich will dich haben. Du komisches Bike. Praktibike, Praktibike, Praktibike. Den fangen wir. So, wenn der so ungefähr Level 13 ist oder Level 12, dann sollte ein Pflücker ja auf jeden Fall... den nicht töten. Das haben wir ja eben Wunderbärchen rausbekommen. Aber er stirbt leider trotzdem. Ob Pokémon wohl stärker werden, wenn sie einen Trainer haben? Also ob die dann mehr aushalten allgemein? Weil sie sich nicht mehr so alleine fühlen? So, probieren wir es einfach nochmal. Setzen wir halt nur einen Piekser ein. Ist diesmal sogar ein männliches Praktibalk. Aber leider wieder nur Level 12. Oh mein Gott. Okay, er greift sogar nur einmal mit Piekser an. Ich hatte gerade kurz Angst, dass er zweimal mit Piekser angreift. Aber was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Jetzt kann ich ja trotzdem nichts machen. Ich kann einen Furienschlag machen, aber der ist ja hundertprozentig tot. Okay, ich probiere es einfach mal mit dem Pokéball. Ich meine, der ist ja fast im roten Bereich. Sollte hinhauen. Komm, wehre dich nicht. Wohl, das ist ein Arbeiter, ne? Der hat also Muckis. Aber nicht genug Muckis für meinen einfachen Pokéball. Ah, der ist von Typ Kampf. Der ist nicht Gestein. Ein Muskel-Pokémon. Das aber trotzdem nur 12,5 Kilo wiegt. Es hilft gern auf Baustellen aus. Bleiben diese bei Regen geschlossen, macht es seinen Ärger Luft, in denen es seinen Holzbalken schwingt. Alles kaputt machen! Muss er aufpassen, dass die Ayakashi ihn dann nicht bekommen, wenn er das zu häufig macht und böse ist. Wenn ich weiß, dass Ayakashis sind, ja, Pech gehabt. Müsst ihr wohl mal mehr Animes gucken. Ich arbeite hart und dasselbe erwarte ich auch von meinem Pokémon. Wehe, du hast wieder drei Pokémon. Ich hätte vielleicht Sanko mal heilen sollen, merke ich gerade so. Vor allem, weil er halt gegen Kampf oder Gestein, besser gesagt... Oh, entdeckt er. Weil er gegen Gestein zu anfällig ist. Au. Ich pflück dich weg. One-Shot. Ach, Sonko ist irgendwie auch zu OP. Ein Rotomorph. Das klingt wie ein Elektro-Pokémon, to be honest. Komm, lass mir Lacy auch mal kämpfen. Los, Lacy! Die gibt's übrigens in verschiedenen Versionen. Also die Farbe kann anders sein, habe ich gesehen. Ich glaube, da gibt's 8 verschiedene Farben oder sowas. Und unsere ist so ein bisschen... Grün, Minzfarben. So, ich habe keine Ahnung, was davon Damage macht. Ich glaube, Diebeskuss hat auch Leben abgezogen. Komm, wir setzen mal Verzierung ein, weil das hat es gelernt, als es sich weiterentwickelt hat. Verzierung, ja, ja, Verzierung. Du wächst und dadurch steigt dein... Was? Wir haben ihn verstärkt. Nein. Hä, warum? Warum verstärken wir ihn? Hä? Okay, warte, man kann die Attack-Info sogar angucken. Durch Verzierung werden die Angriffe und Spezialangriffe des Ziels stark erhöht. Ja, ganz toll. Nein, das ist doch dumm. Das ist doch richtig dumm. Okay. Wir setzen einen Bitterkuss ein. Dadurch ist der Rotomorph. Wir haben verfehlt. Komm, bitte, liebe mich. Rotomorph, hör auf, mich zu kratzen und liebe mich. Ich bin Lacy und setze Bitterkuss ein. Bitterkuss! So, jetzt ist er verwirrt. Und weil er verwirrt ist, besteht erstens die Chance, dass er sich selber trifft. Und durch Fassade, also Fassade macht jetzt mehr Damage, weil er verwirrt ist. Blau. Und deswegen ist er jetzt nicht One-Shot. Na gut. Aber gleich. Jetzt verletzt er sich noch einmal kurz selber. Ne, Mano.
Verletz dich doch bitte einmal selber. Er wird vor allem immer stärker, der Blödkopf. Der Fassade langt wahrscheinlich nicht. Doch, okay, sehr schön. Gut gemacht, Lacy. Hast du auch mal gekämpft? Haben wir auch mal gesehen, wie Lacy so kämpft. Und zwar verstärkt sie ihre Gegner, um sie dann doch zu vernichten. Was ein Scheiß. Wow, wieso kann das... Okay, also das... Verzierung ist dann halt gut, wenn man in einem Doppel ist. So, die Viecher haben wir auch noch nicht. Komm mal her jetzt. Sind das dieselben Viecher, an die ich in der Naturzone schon mal nicht dran kam? Ich glaube schon. Ach, die fliegen da unten lang. Warte, ich kann ja pfeifen, ne? Komm mal her hier. Ich habe gepfiffen. Ja, okay, cool. Ist das ein Herz? Hat er ein Auge als Herz? Er hat ein Herz als Auge? Das ist bestimmt auch eine coole Hintergrundgeschichte, warum das so ein Herz darstellen soll. Bestimmt ist das sogar sein. Oh, den wollte ich sogar haben, ne? Wieso töte ich ihn denn dann? Wahrscheinlich ist das aber sogar sein Herz. Und wenn man das irgendwie krass angreift, dann verletzt man ihn dadurch ganz doll. Dann hat er zumindest keine inneren Blutungen, sondern nur äußere. Das ist auch ganz schön. Wir sind verliebt, oh nein! Wir müssen das Pokémon schnell fangen, damit ihr auch ein gutes Ehepaar werdet. Ist wie so eine bescheuerte Herangehensweise von den Pokémon, oder? Hey, das Pokémon da hinten, das sieht ganz schön einsam aus. Wie können wir wohl Freunde mit dem werden? Lass ihn so lange angreifen, bis er im roten Bereich ist. Und ihn dann fangen. Das ist voll bescheuert. Also man bullied erstmal die Pokémon, um dann mit denen befreundet zu sein. Merkt man ja auch immer in der Serie. Erst bekämpft man das Pokémon, es will gar nicht gefangen werden, aber sobald man es dann gefangen hat, sind die gute Freunde. Auf jeden Fall meistens. So, ein Fledermaus-Pokémon von Typ Psycho und Flug. Herzförmige Flecken an der Decke einer Höhle sind ein sicheres Zeichen dafür, dass sie von Fleck Neuel behaust wird. Okay, schade. Nichts zu seinem Herzchen. Ob das irgendeine Bedeutung hat. Die Viecher haben wir schon. Da, guck, das habe ich... Nee, das ist nur Kohle. Ist das Kohle oder ist das ein Pokémon? Ich weiß nicht. Diese Loren. Wir müssen auf jeden Fall so eine Lore nochmal anhalten. Aber davor ein Rotomorph. Und wir setzen nur Aquaknarre ein, weil Aquaknarre macht weniger Damage als Aquawelle. Zack. Und es langt trotzdem, die zu töten. Verdammte Hacke. Tja, ich habe meine Kraft noch nicht so unter Kontrolle. Was soll er lernen? Einäschern? JC möchte Einäschern erlernen. Das klingt aber sehr böse. Eine Feuerattacke kriegt ein gegnerisches Pokémon eine Beere oder ein ähnliches Item bei sich, wird dieses von den Flammen verzehrt und geht verloren. Ist ja richtig böse. Ja, statt Rutenschlag. Coco. Gut gemacht, Jay. Hast du auch eine tolle neue Feuerattacke erlernt? Kann man an den vorbei? Ja, dann kämpfen wir halt. Ich will diesen Pokémon da hinten haben. Da bin ich extra hier, um nach Items zu suchen. Und was finde ich? Ein Trainer! Genau links neben dir ist ein Pokéball. Dude, ein Emil! Emil und die Detektive. Warte mal, die müssen ja dann alle für den Herrn Rosé hier arbeiten, oder? Mehr oder weniger? Weil denen gehört ja die Fabrik. Oder er kauft hier nur ein. Aber das wäre natürlich dumm. Also die Leute, die eine Fabrik haben und also ein Kohlekraftwerk betreiben, die bauen doch auch die Kohle ab, oder? Die kaufen nicht die Kohle ein von einem anderen Unternehmen. Oder wie sehe ich das? Kann auch sein. Leute, könnt ihr mal so einen Reality-Check hier machen? Wie ist das in der Realität? Bauen die auch die Kohle ab oder verbrennen die nur? Also besser wäre das ja, wenn das zwei Firmen einfach sind. Rein spezialisierkeitbarer, machbar, Schnödelieder. Ihr wisst schon, was ich meine. So, Plateauschuhe. Der Träger wird nicht mehr durch Fallen und andere Objekte beeinträchtigt, die auf dem Boden liegen. Hä, können wir das selber ausrüsten oder was? Okay, keine Ahnung. Ich gebe es einfach mal JC. Okay, JC, du hast jetzt ein paar Plateauschuhe. Ist das nicht super toll? Okay, ultra weird, keine Ahnung. Keine Ahnung, was Fallen sind. Keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwas bringt. Aber ich möchte jetzt nochmal so eine Lore hier abfangen. Aber ganz offensichtlich kommt da keine Lore mehr. Also wird das wohl auch kein Pokémon sein, sondern einfach nur Kohle, die hier transportiert wird. Dich kenne ich doch. Du warst der böse Typ bei der Anmeldung. Hä, willst du etwa durch? Das würde ich mir an deiner Stelle nochmal gut überlegen. An mir kommt kein Trainer, der im Besitz eines Wunschsterns ist, ungeschoren vorbei. Wartet er jetzt auf jeden Trainer, weil er weiß, jeder muss hier vorbei? Okay, hi. Ich denke mal, er wird Psycho-Pokémon haben oder so. Ha, ich bin so hübsch. Du bist doch derjenige, der vom Champ für die Arena-Challenge empfohlen wurde. Habe ich recht oder habe ich recht? Ha, wie armselig. Jetzt hören wir mal gut zu. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ, kapiert? Ich habe eine Empfehlung von Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin auch tausendmal wichtiger als du. Falls dir das gerade zu hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Oh, oh. Oh, er hat sogar einen Superball. Der fängt seine Pokémon in Superbällen. Dann muss er natürlich krass sein. Eine Betsy, eine Monozyte. Lol, das wirkt sehr biologisch. Aber nur Level 13. Digga, damit kannst du gar nichts. Und du willst meinen Stern? Den kannst du haben. Friss meinen Sternschauer.
Oh, ich muss deinem Pokémon ja auch die Gelegenheit geben, sein Können zu zeigen. Was? Notsituation? Yo! Willst du mich vollkommen verarschen? Okay, wir sind aber als Erster dran. Hoffentlich, ja. Deswegen, ich wag's einfach mal, einen Sternschau zu machen. Notsituation, das geht locker nur, wenn das gegnerische Pokémon oder wenn dein Pokémon im roten Bereich ist. Und deswegen hat er so sau viel Damage abgezogen. Eine Molly Morba. Wir wechseln auf jeden Fall aus. Ich habe keine Lust. Fuck, ich habe Sonko auch nicht geheilt. Ich bin ja so ein Vollidiot. Okay, aber ich würde sagen, weil JC natürlich diese Plateaustiefel hat, kommt er jetzt einfach mal rein. Ich meine, das macht ihn krass überlegener als alle anderen Pokémon, die ich so habe. Oh, ein Molly Morba. Das sieht ja knuffig aus. Level 15 schon. So, ja, dann setzt gleich mal deinen Einäschern ein. Er äschert dich ein. Dann kannst du nie wieder kämpfen. Okay, Psychstrahl. Ja, der hat Psycho-Pokémon, oder? Das macht mehr Damage, als man denkt. Ja, aber ja, Einäschern ist schon die krasseste Fähigkeit, die JC leider kann. Wir bleiben dabei. Okay, einmal noch, dann sollte er weg sein. Spaßkanone. Das senkt hoffentlich nur irgendwas, ja. Wahrscheinlich Verteidigung. Nee, Angriff. Und Verteidigung. Ach du Scheiße. Okay, ich hoffe, einmal Einäschern langt, auch wenn unser Angriff jetzt natürlich runtergegangen ist. Und bitte überlebe nicht, danke. Okay, wir sehen zumindest mal neue Pokémon. Und ich finde es auch gut, dass die anderen Herausforderer hier, dass man gegen die auch kämpfen muss und so. Dass die nicht nur bei weg sind, sondern dass das quasi wie so eine Schnitzeljagd ist, aber mit ganz vielen anderen und man will halt der Erste sein, der die 8 Arena-Orden hat. Das ist sowieso richtig, richtig geil an diesen Pokémon, dass sie das so richtig zelebrieren, dass man die 8, die Arena-Orden alle haben will. Lingxi will Aromakur erlernen. Okay, was macht denn das? Eine Pflanze? Okay. Heilt alle Statusprobleme des Teams mit beruhigendem Duft. Sehr interessant. Auch die gerade nicht kämpfen, oder? Aber ich glaube, so wie Lacy gerade aufgestellt ist, ist sie eigentlich ganz gut. Deswegen. Ach, Aromakur. Nicht Aromakur. Sondern Aromakur. Das sind zwei Wörter, Leute. Und als Nächstes kommt noch eine Privoma. Oh Mann, wir haben leider keine Pokémon mehr. Okay, Nickel, du machst das schon. Vielleicht müssen wir gleich mal irgendwie heilen. Nickel! Sollte sich auch bald entwickeln. Arg, was habe ich mir nur dabei gedacht? Lass mich die Sache ein bisschen schneller machen. Der Dynamax hielt locker gleich. Eine Primova. Vorahnung hat er. I don't know. Wir setzen mal Unlicht ein. Keine Ahnung, ob Unlicht gut gegen Psycho ist. Wahrscheinlich nicht. Aber probieren geht über studieren. Ach, sieht doch ganz gut aus. Sehr effektiv. Ahaha, ich bin ein Schlaumeier. Gut, dann setzen wir jetzt ein paar Mal Biss ein. Du kannst mich nicht konfusieren. Nickel ist zu schlau dafür, um konfusiert zu werden. Das Wort gibt's locker gar nicht. Ist Konfusieren ein Wort? I don't know. Ja, nochmal Biss. YOLO, einfach immer nur anbeißen. Der macht ja auch immer nur dasselbe. Ich hab dir eben schon gesagt, dass das nichts bringt bei Nickel. Nickel ist einfach zu schlau. Da haben wir ihn besiegt. Easy Game. Hat er so eine Partymütze aufgehabt? Und wir haben gut unsere Pokémon eingesetzt. Ah, verstehe. Na, was soll's. Ich habe auch nicht ernst gemacht. Erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien und ich vergesse nichts. Sollten wir uns je in einem offiziellen Kampf begegnen, hast du keine Chance gegen mich. Wie dem auch sei, ich habe alle Wunschsterne, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, dieses Loch zu verlassen. Hatte ich nicht auch am Anfang schon eins gefunden? Opfer schon. Egal. Müssen wir ihn ja nicht sagen. So. Hier ist noch irgendwas Tolles. Ein Säckchen Steenstaub. Hat er auch nicht bekommen. Ein Dummkopf. Er denkt, er hat alles. Und hat einfach zweimal Sternstaub vergessen. So, damit sind wir Route 4. Da hinten sehe ich schon das Stadion. Du heilst nur meine Pokémon, gell? Hallo, ja, wir machen Pokémon-Center hier und so. Dankeschön. Das habe ich gebraucht. Hier auf der anderen Seite der Galarmine 1 beginnt Route 4, Arena Changer. Tourfield ist nun auch nicht mehr weit. Okay, Route 4 machen wir noch. Und Tourfield kommt dann aber. Was ist noch ein. Noch ein Camp. Okay, Pflanze tatsächlich. Ist die erste Arena. Da habe ich ein Elektro-Pokémon gerade gesehen, glaube ich. Nein, warte. Ich kämpfe einmal kurz und dann gehen wir ins Camp. Weil dabei werden die Pokémon ja auch geheilt. So, wir rütteln zweimal am Baum. Nur zweimal. Wir werden nicht allzu greedy sein. Du hast bereits zweimal etwas vom Baum gefallen. Nee, aber noch ein. Wir schütteln noch einmal. Perfekt. 5 Sachen vom Baum, das langt mir. 5 Beeren, die können wir dann gleich verkochen.
So, nicht zu greedy sein. Ist das ein Pikachu? Das ist ein Pokémon-Trainer! LOL! Der hat einfach so ein Pikachu-Kostüm an. Oh, ein Flitz. Den krieg ich auch noch. Ist auf jeden Fall aus einer älteren Version. Und leider besiegt, verdammt. Mein Memeon ist einfach zu stark für sowas. Oh, hallo kleiner Pokémon-Trainer. Was hast du denn so Schönes? Ich finde dein Kostüm richtig süß. Oh, ich will auch sowas. Ich hab sogar so ein Pikachu-Kostüm tatsächlich. Ein richtig... Ryan heißt er sogar! Ryan Gosling! It's Ryan Gosling! You know, because of the Pokémon-Detektiv-Pikachu-Film? Habe ich jetzt gespoilert? Egal, der Film ist uralt, Leute. Wenn ihr den jetzt noch nicht gesehen habt, dann selbst schuld. Ob die das mit Absicht so reingepackt haben, dass sie ihn extra Ryan genannt haben? Ich glaube fast schon. Oh mein Gott, ich will auch ein Pikachu haben. Aber nein, ich habe nur so ein doofes Evoli bekommen, weil ich Let's Go Evoli gespielt habe, weil Let's Go Evoli einfach 10 Euro günstiger war als Let's Go Pikachu. Egal. Sorry, Pikachu, es tut mir leid. Ja, Pika. Habt ihr hier mitbekommen, neuer Pokémon-Film kommt bei Netflix? Also quasi umsonst. Pika! der erste Pokémon-Film tatsächlich, also den es damals 1995, glaube ich, in den Kinos gab. Der Pokémon-Film mit der besten Story, by the way. Kommt jetzt bei Netflix in einem anderen Grafikstil nochmal. Und mit anderen Stimmen leider. Das ist ein bisschen lame. Aber ja. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Werde ich mir auch angucken, weil die Story einfach davon geil ist. Und freue ich mich drauf. Die Pokémon sehen in dem Teil meiner Meinung nach besser aus als bei dem alten Film. Aber... Die Menschen sehen merkwürdig aus, das muss ich zugeben. Aber ich freue mich trotzdem, dass sie den ganz alten Film nochmal machen. Vor allem, es gibt bestimmt richtig viele Leute, die in diesem Pokémon-Franchise drinne sind, aber den ersten Film gar nicht gesehen haben. Und den ersten Film muss man meiner Meinung nach wirklich geguckt haben. Den habe ich sogar noch auf VHS hier rumliegen. Habe ich als Kind garantiert auch mindestens, keine Ahnung, bestimmt ohne zu übertreiben, 50 Mal geguckt. Das war mein absoluter Lieblingsfilm als Kind. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es den jetzt nochmal auf Netflix gibt. Ich habe dieses Frizzleblitz schon wieder getötet. Das kann doch nicht wahr sein. Aber noch ein Voldi. Hallo, Voldi. So, mit Voldi will ich aber nichts am Hut haben. Ich habe ja schon einen Nickel. Deswegen danke für die XP, Voldi, aber tschüss. Ich bin so gespannt, wenn er sich weiterentwickelt. Ich hoffe, er bleibt trotzdem so klein. Also, dass er trotzdem Corgi bleibt und nicht irgendwie zu einem Hund wird oder sowas. Das fände ich bescheuert. Aber so einen Frizzleblitz hätte ich trotzdem gerne. Ein Gewitter-Pokémon. In seinem Fell speichert es statische Elektrizität für spätere Entladungen. Braut sich ein Sturm zusammen, entlädt es Funken. War auch irgendwie Low-Poly gemacht, ne? Ich glaube, sowas könnte ich sogar zeichnen, so ein Frizzleblitz. So aus dem Stand. Was ist das denn? Ist das die Galar-Version von Mauzi? Was? Richtig der Kojote? Voll, der hat einfach solche Hörner, Er hat Ohren und Hörner. Was geht denn bei ihm ab? Okay, und Blut ist sehr effektiv. Haben wir schon mal gegen einen Mauzi gekämpft? Wo wissen wir das denn? Ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, den schon mal gesehen zu haben. Eine Glut wird ihn töten, einen er schon auch, deswegen einfach nur ein Ruckzuckhieb. Auch wenn das nicht sehr effektiv... Okay, das macht gar kein Damage. Aber Ruckzuckhieb ist auch eine normale Attacke. Was kann denn dieses Mauzi für ein Typ sein, dass eine normale Attacke nicht sehr effektiv ist? Sehr merkwürdig. Okay, Nickel, du bist dran. JC braucht wie immer Hilfe. JC braucht wirklich immer Hilfe. JC, du musst dringend stärker werden. Einfach ein Wangenruppler in der Hoffnung, dass das Mauzi dabei nicht stirbt. Ah, der ist bestimmt Metall oder so. Kann das sein? Weil er eine Metallklaue machen kann? Dann ist natürlich... Okay, das macht trotzdem überhaupt gar kein Damage. Er ist zumindest paralysiert. Wie viel Verteidigung das Mauzi einfach hat, ist ja voll krass. Also ich hätte wirklich gedacht, ich würde mehr Damage machen. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll von diesem Design. Und das muss aber jetzt die Galar-Version sein, nicht wahr? Steht halt nicht explizit dran. Vielleicht steht das im Pokédex, wenn man den gleich gefangen hat. Tada! Und ein Kojoten-Mauzi haben wir gekriegt. Hatten wir schon mal... Echt? Oder haben wir gegen ein normales Mauzi gekämpft? Weil hier in der Box ist jetzt kein Kojoten-Mauzi drin. Klar, ich habe noch welche auf Mission. Ganz viele Leute sogar. Neun Pokémon, glaube ich. Den müsste ich gleich mal abholen. Aber ich kann mich ohne Witz nicht dran erinnern, dass wir irgendwann mal gegen so ein Kojoten-Mauzi gekämpft haben. Oh, weird. Okay, gibt's auf jeden Fall richtig viele Voldis.
Scheint also nicht so... Ah, nee, geh weg von mir. Ah, gegen dich will ich auch nicht kämpfen. Hilfe! War also doch nicht so selten, wie ich gedacht hatte am Anfang. So, auf jeden Fall, wir kochen jetzt noch einmal kurz mit Mareike. Die hat auch ein Pikachu. Und die... Was das? Die hat einfach ein Evoli-Dings an, die Ronja. Und hallo, Pikachu. Hallo. Digga? Ja, komm her. Ihr Fein. Bist du süß. Na, wie geht's dir, Pikachu? Ah, erzähl mir bitte mehr. Ja, noch mehr. Oh, sehr, sehr schön. Du bist ein tolles Pikachu. Darf ich dich bitte klauen? Ne? Na gut. Dann kochen wir. Das ist, glaube ich, eine gute Kombo. Ganz viele Sinelbeeren. Das ist das beste Curry, das ich jemals gemacht habe. Das Spaghetti-Curry. Wer kennt's nicht? Und... Oh, lecker schmecker, Jay, gefällt's auch, ja. Oh, guck mal, sogar mit Grübchen. Leute, und es ist einfach nur... Okumil, Güteklasse. Das ist schlecht, oder? Das ist Bronze. Bisher hatten wir immer Silber. Alle KP wurden wiederhergestellt und Statusprobleme behoben. Viele Erfahrungspunkte? Und etwas zutraulicher geworden. Ich glaube, das ist jetzt zwar Bronze, aber es hat 3 Sterne. Das heißt, in der Güteklasse 3 Sterne ist es Bronze, oder was? Und davor hat es nur 2 Sterne und war da Silber. Ich glaube, das war jetzt besser als die Silbernen, die wir davor hatten, auf jeden Fall. Ich trainiere meine Pokémon-Team beim Camping. Der letzte Schliff ist dann ein Kampf gegen dich. Gegen mich? Du hast extra Milliarden von Jahren gewartet, um gegen mich zu kämpfen. Was hat er da für ein Pokéball? Ist das so ein Heilball oder ist das ein... Das könnte entweder ein Heilball gewesen sein oder so ein Zutraulichkeitsball. I don't know. Der hat auch so einen Kojoten-Mauzi. Okay. Von mir aus, das kriegt JC wahrscheinlich alleine hin gegen diese Mauzis. Ja. Guck, JC, du wirst immer stärker. Ich bin sehr stolz auf dich. Vulpix hat aber nur eine Weiterentwicklung, oder? Zu Vulnona. Und Vulnona ist wirklich richtig hübsch. Samurzel. Was war denn nochmal ein Samurzel? Ich kenne den Namen, aber ich weiß gerade nicht, was für ein Typ der ist. Ach, das ist Samurzel. Also Pflanze, können wir auch einäschern. Auf dass du nie wieder deine Pokémon verwenden kannst. Du kannst sie dann noch verstreuen auf diesem hübschen Feld hier. Aber mehr kannst du nicht machen. Ein Smetbo, nein! Ich will kein Smetbo töten. Wieso hast du ein Smetbo? Bitte überlass es mir einfach. Okay, ich hoffe, er überlebt Einäschern. Weil... Bitte überlebe Einäschern. Okay, ja, easy. Easy, Einäschern überlebt. Denn ich möchte ihn nur vergluten. Denn vergluten ist nicht so krass wie Einäschern. Dann lebt es zumindest noch. Das ist wichtig, Leute, bei Pokémon. Ihr müsst darauf achten, dass ihr die Pokémon, die ihr mögt, nicht einäschert. Denn Einäscherung ist böse. Dadurch sterben Pokémon. Ja, als ob er sein Pokémon noch heilt. Willst du mich flachsen oder was? Ja, genau. Ist klar, das ist doch Cheaterei hier. Setze ich halt noch einmal Glut ein. Das hat gar nichts gebracht. Er hat einfach nur seinen Trank vergeudet. Er konnte nicht mal mehr angreifen. Oh, Smetbo, es tut mir leid. I'm so sorry. Und ich dachte, wir wären bestens vorbereitet. Ja, ich bin halt mehr bestens vorbereitet. Gut, dann wär's das hier, glaube ich, erstmal gewesen. Was ist das denn für ein Viech? Will ich die auch noch? Ja. Nevoli! Leute, hier gibt's einfach... Man kriegt Evolis geschenkt, aber hier gibt's doch einfach Evolis. Das finde ich ja schon wieder ein bisschen bescheuert. Dann muss es ja auch irgendwo Pikachus geben, oder nicht? Sonst wäre das unfair. Okay. Eigentlich wollte ich das zusammenschneiden, dass ich einfach nur kurz das Evoli fange. Aber Jay hat leider sehr viel Initiative... Nee, irgendwie Genauigkeit verloren. Deswegen hat er jetzt die ganze Zeit nicht getroffen. Und das Evoli hat gerade sehr viel Schaden abgezogen mit einem Ruckzuck-Hieb. Sorry, Jay. Brauchst mal wieder Hilfe von Nickel. Ein Glück ist Nickel immer an deiner Seite. So, du setzt einfach mal einen Wangenruppler ein, nicht wahr? Sollte den nicht töten. Ich werde das Evoli mich auf jeden Fall fangen, denn Evolis kann man nie genug haben. Ich meine, wie viele Evolutionen gibt es? Oh, das macht ja gar keinen Damage. Holy moly. Also, mindestens 8, oder? Wenn nicht sogar noch mehr. Halt von jedem Typ. Es gibt ja Feuer, Pflanze, Wasser, Elektro, Psycho, Fee, alles. Es gibt einfach alles. Deswegen, wir müssen eigentlich 5 Milliarden Evolis fangen. Kann der dann mal im roten Bereich irgendwann sein? Aha, ich habe dich paralysiert. Das ist sowieso richtig geil. Weiß übrigens einer, wenn irgendjemand bis hier überhaupt guckt, ich werde es nochmal in der nächsten Folge fragen, wenn ein Pokémon paralysiert ist oder irgendeinen Statuseffekt hat, ist es dann einfacher zu fangen? Also rein wissenschaftlich müsste das doch so sein, oder? Weil er ist ja paralysiert, dann kann er sich ja gar nicht, er kann ja schon nicht angreifen, deswegen. Yo, geht dadurch die Fangrate vielleicht höher? Wenn da irgendjemand was weiß, dann bitte mal in die Kommentare.
Kommentare. Denn das ist ja nicht nur ein Let's Play für mich und dich, sondern wir wollen ja auch aneinander lernen, nicht wahr? Also ich von euch mehr gesagt. So, jetzt bleibt da drin, Evoli. Evoli! Das geht so nicht. Hör auf, deine Kulleraugen einzusetzen. Ich werde dich trotzdem fangen. Je mehr Kulleraugen du einsetzt, umso mehr möchte ich dich haben. Boah, ey, jetzt kostet mich das schon 600 Poké-Dollar, den fangen zu wollen. Evoli, was ist dein Problem? Wie schwer kann es sein, ein paralysiertes Evoli zu fangen? Okay, Evoli, ich mache dir ein Angebot. Du bist paralysiert und du hast wenig Leben. Ich setze einen Heilball ein, dadurch sind deine KP wieder aufgefüllt und du bist nicht mehr paralysiert, okay? Das ist quasi ein Sparangebot für dich, also SPA, nicht oder R. Bitte bleibe im Pokéball. Ja? Haben wir einen Deal? Evoli, haben wir einen Deal? Und guck doch mal, wie hübsch dieser Pokéball ist. Evoli! Haben wir keinen Deal, ja? Alles klar, ich töte dich gleich, wenn das hier so weitergeht. Der verarscht mich einfach richtig. Boah, diese Heilbälle, die kosten einfach 1000. Okay, also wir haben jetzt schon 1800 Poké-Dollar ausgegeben, nur um dieses Evoli zu fangen. Komm on, jetzt bleib doch mal bitte da drin. 1, 2, 3. Bitte. Danke. 1800 Poké-Dollar hat mich das gekostet. Unfassbar. Und 8 Minuten meiner Zeit. Uff. Ist das hier eigentlich auch so, dass man die Evolis umbenennen muss? Und dann entwickeln die sich erst weiter, wie bei Pokémon Go? Da muss man die irgendwie nach den krassen Trainern benennen, die in der Serie sind, damit die dann entweder zu Flamara werden oder Blitzer oder Aquana. Dieses Viech hole ich mir auch nochmal ganz kurz. So, ist entweder Pflanze oder aber Geist. Ich vermute, es ist Geist. Aber wir gucken, es ist Pflanze. Ja. Dann ist es wohl Pflanze. Aber irgendwie auch ein bisschen Geist. Gut, werden wir sehen. Pokéball, Flieg und Sieg. Und diesmal bitte beim ersten Pokéball. 1, 2 und 3. Und gefangen. Yish. Na, da steckt das Wort Irr drin. Das heißt, es wird irgendwie Geist sein. Weil von Irrglaube, Irrgeist. Irrgeist? Gibt's das? Geil. Ja, Geist. Geistpflanze, tatsächlich. Verlorene Seelen, die in der Welt der Lebenden gefangen sind, finden in seinem Körper Platz, um ihre Reise ins Jenseits anzutreten. Okay, krass. Licht, so heißen die Dinger. Erinnert mich auch gerade wieder an Noragami. Guter Anime, by the way. Schön, dann hat er ja sogar eine sinnige Aufgabe. Das finde ich immer cool, wenn das auch so ein bisschen in die spirituelle Ebene geht mit den Pokémon. Das finde ich immer sehr interessant. Gut, dann würde ich aber sagen, war es das mit dieser Folge? Haben wir zumindest die Mine gemacht und mehr oder weniger auch hier alles. Die Ebene ist hier jetzt ein bisschen zu groß. Wir werden uns auf jeden Fall... Da ist ein Dick da. Wir werden uns beim nächsten Mal die Arena angucken. Ich glaube, soweit sollten wir kommen. Und da ist noch ein Pokéball. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, wenn ihr die weiteren Folgen nicht verpassen wollt. Wenn ihr Pokémon sein wollt, dann auf jeden Fall in die Kommentare damit und auch sonst alles, was ich so erzählt habe. Und dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.